Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen kleinen Tourvideo von mir. Und zwar heute sind wir auf einer ganz besonderen Mission unterwegs. Da schalte ich auch gleich mal gern ein bisschen Werbung, ungefragt, aber gerne. Und zwar hat der Casi on Tour, für alle die ihn noch nicht kennen, suchen, abonnieren, aufgerufen für sein 1000 Abonnenten Special Bilder zukommen zu lassen, nicht nur von eurer Forza, sondern von der gesamten Community. Genau, und das habe ich heute ein bisschen vor und will mir da einen schönen Spot noch ein bisschen raussuchen, muss privat noch etwas erledigen. Jo, und da dachte ich, das nehme ich doch gleich mal in diesem Zusammenhang mit. Zudem habe ich jetzt eine gewisse Zeit lang kein Tourvideo mehr gebracht, das weiß ich. Ich hatte privat viel um die Ohren, ich hatte doofe Schichten, Spät-Nachtschicht etc. Dann hatten wir hier im Süden zumindest wirklich lange schlechtes Wetter. Ja, da hat sich das Ganze nicht so gut ergeben. Und das letzte Video, das ich ja hochgeladen hatte, war die kleine Lost Place Tour. Genau. Also für alle, die mich jetzt von Anfang an schon verfolgen, die wissen ja, dass ich auf meinem Kanal zweigleisig, dreigleisig fahren möchte. So doof es sich anhört, aber ja. Genau das habe ich vor. Also ich mache einfach auch gerne Lost Place und kombiniere das einfach mit Touren etc. Schau mich da immer ein bisschen um. Mich faszinieren diese Orte einfach und es löst halt so einen Reiz aus, muss ich sagen. Ja, ich bin ganz in der Nähe von zu Hause, was ich euch damit nur sagen möchte. Ich liebe halt diese Straßen, die wir hier haben, diese Steigen. Ich hoffe, ihr könnt es hier genauso gut sehen wie ich. Genau, diese Aussicht, meine Lieben. So, kann ich noch einen Blick rüber haschen? Ja. So. Wir werden auch hier schon ganz in der Nähe von meinem ersten Spot, den ich mir so dafür vorgestellt hatte. So. Na, wir wollen mal schauen. Ich werde die Bilder natürlich noch nicht spoilern. Das überlasse ich dann natürlich, selbstverständlich, Casi. Aber ich möchte mir trotzdem mal den Spot ein bisschen anschauen. Das so wird, wie ich mir es vorstelle. Jo. So, wenn ihr hier einen kleinen Stütz habt, dann helfen euch auch keine Sicherheitshandschuhe und keine Sicherheitsjacke mehr. Ne? Wollen wir das mal so sagen. Ich habe jetzt ein paar Shots gemacht. Ich wollte etwas mehr, aber ich wollte auch nicht zu viel Risiko jetzt eingehen, muss ich ehrlich sagen. What the fuck? Das ist ja mal mega hässlich. Sorry. Oh Mann. Also manche Leute hängen sich wirklich alles ans Haus. Ist Geschmackssache, okay. Bleiben wir so. So, ich habe jetzt privat auch alles erledigt soweit. Ich fahre noch eine kleine Runde, nehme euch noch ein bisschen mit. Hab mir gedacht, komm.
machen wir heute ein bisschen Steigenfahrten. Dann seht ihr hier mal ein bisschen was von der Gegend. Ich weiß ja, dass viele aus dem Norden oben kommen und so leid es mir wirklich für euch tut. Also ich rede jetzt natürlich auch von mir. Ich würde es so vermissen. Ja, ihr habt ja mehr Flachland. Also wirklich nicht böse gemeint. Ich lache auch so gehässig, ich weiß, aber ich meine es eigentlich nicht böse. Sondern ich würde es vermissen, ja. Also. Oh Mann. Ja, nein, es würde mir tatsächlich fehlen. Also mein absolutes Favorite-Gebiet, so in Deutschland, sage ich auch mal, ist wirklich der Bodenseekreis. Also wunderschön, auch dort zu leben oder direkt am See. Also für mich gibt es eigentlich da fast nichts Schöneres in Deutschland, muss ich sagen. Ich habe ja mehr oder weniger ein bisschen das Glück, dass ich zum Bodensee runter eigentlich nur so 1,5 bis maximal 2 Stunden habe. Und werde das dieses Jahr auch nochmal in Angriff nehmen, auf jeden Fall. Also das habe ich auch vor. Ja, aber hier so für einen kleinen Ausflug bei schönem Wetter lassen sich die Steigenfahrten auch ganz schön mitnehmen, wie ich finde. Ich habe früher, mit 16 hatte ich ja auch den 50 Kubik Führerschein und habe mir ein Energy Power 50, nee, wie hieß der, Energy Power 50, genau, das war ein Direkteinspritzer mit 6 PS bei 50 Kubik, das war damals wow. Da zeige ich euch gleich mal eine Kurve, die schlechte Erinnerung weckt. Da hatte ich tatsächlich meinen ersten kleinen Sturz. Ich hatte Glück, ihr seht es gleich, ich hatte wirklich Glück, dass im Gegenverkehr kein Fahrzeug kam. Also ich bin da so ein bisschen drüber geschlittert. Aber ja gut, damals mit 16, ne, ein bisschen, ne, man überschätzt sich halt gerne, nimmt die Kurve etwas weiter. Irgendwann macht der Roller einfach nicht mehr mit. Ja, und dann liegt man. Ratzfatz. Ja, es passiert. Aber ich zeig's euch gerne. Also ich stehe dazu. Gottes Willen. Damit habe ich absolut kein Problem. Die kommt, also die nächste Kurve, die oben kommt, das wird sie, ihr seht gleich, wie steil die auch verläuft. Soll jetzt auch keine Ausrede sein. Ich war selbst schuld. Aber meine Lieben, das liegt nun 14, 15 Jahre zurück. Ich stehe da drüber. Und wenn es mich heute legt, wenn es mich jetzt in der Kurve mit der Forza legt, dann lade ich euch das Video, so wie es ist, an Cut hoch und ihr hört es jetzt. Und ihr seht es, wie ich fliege. Oder wie ich fliegen würde oder geflogen wäre. Das ist die Kurve, meine Lieben. Hier hat es mich schön gelegt und zack, bin ich schön hier in die Gegenfahrbahn gerutscht. Und da hatte ich wirklich Glück, dass kein Auto runterkam. Ja, so im Nachhinein ist natürlich nicht witzig, aber man lacht sich selbst aus, ne? Wie doof man manchmal ist. Aber wir sind Menschen, mein Gott, wir machen Fehler. Wir machen alle Fehler. Und im jugendlichen Leichtsinn umso mehr. Also ihr dürft ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Schreibt es in die Kommentare, meine Lieben. Hat es euch auch mal gelegt. Vielleicht sogar mit der Forza. Ja, was ist passiert? Was habt ihr gemacht? Habt ihr euch überschätzt? Oder was war los? Erzählt es gerne. Komm, wir stehen alle dazu. Heute ist Geständnistag. Ja. Schön, wenn wieder alles am Blühen ist, bisschen. Ich muss ja sagen, ich war letztes Jahr, ich war so viel unterwegs, ich war wirklich so viel unterwegs an verschiedensten Locations und wirklich richtig geile Locations auch. Ich hatte das aber überhaupt noch nicht im Fokus, komm, mach doch ein paar Videos. Ich lag abends selbst im Bett und habe mir ab und zu Tourenvideos angeschaut. Natürlich, wenn ich mich für die Forza interessiere, wollte ich wissen, ja, wie sieht es denn aus, wie ist die Fahrperspektive und. Ja, da kommt einfach alles zusammen. Ich habe es einfach nie gemacht. Ich hatte das überhaupt nicht im Kopf. Wirklich nicht. Ja, heute sitze ich hier und mache es selbst auch für euch gern. Ja, für mich. Es ist wirklich zum schönen Hobby geworden. Es macht Spaß. Es kommt gut an bei euch, was mich natürlich auch sehr freut. Dementsprechend werde ich das auch weiter fortsetzen. Und
meinen YouTube-Kanal werde ich einfach nutzen. Ich werde das hochladen, was mir einfach selbst Spaß macht. Also auch wenn viel Mischmasch dabei ist, was heißt viel? An bestimmte Kriterien halte ich mich schon. Ich werde jetzt nicht alles aufnehmen oder ich werde es auch nicht aufnehmen, wie ich auf dem Klo sitze. Ja. Also so ein Shit kommt jetzt von mir nicht, da braucht ihr keine Angst haben. Aber hin und wieder mal ein paar Videos uploaden, das macht einen Spaß, es hat was. Aktuell nutze ich zum Beispiel CapCut, also absolut kostenloses Programm. Man kann 4K schneiden und exportieren. Das hat mir gefehlt, exportieren, also aus dem Schnittprogramm das Video rausholen. Und das ist für ein kostenloses Programm wirklich sehr, sehr gut. Ja, aber manchmal bin ich einfach nicht ganz so zufrieden. Beim letzten Video, zum Beispiel bei meinem Lost Place Video, für alle, die sich dafür auch interessieren übrigens und das noch nicht gesehen haben, schaut mal gern oben rein. Ihr seht es jetzt rechts oben in der Ecke. Könnt euch das gerne anschauen. Jo, da hatte ich jedenfalls Probleme, das Video rauszubekommen. Und habe da sämtliche Versuche gebraucht. Ich nehme ja wirklich gerne in 4K auf und mein Motto ist eigentlich auch, alles in 4K für euch hochzuladen. Dementsprechend sind die Dateiengrößen, mit denen ich arbeite, und der Upload entsprechend natürlich. Ja, aber ich hatte wirklich, ich habe versucht, das Video zu exportieren. Eine Stunde, zack, bin bei 49-50% Fehler beim Exportieren. Ich so, wow. Klasse. Jo, was machen wir jetzt? Okay, probieren wir es nochmal. 2K. Okay, läuft 50% Abbruch. Okay, 1080p, aber weiter runter gehe ich nicht. Nein, das kann ich nicht machen. Das liegt unter meinem Niveau, tatsächlich. Zack, Abbruch. Ich so, nein, ich drehe gleich durch. Was soll ich tun? Du sitzt wirklich stundenlang da, schneidest ein Video zusammen und kannst dieses Video nicht mehr aus diesem Schnittprogramm rausholen. Jo, was machst du jetzt? Verzweifelst fast. Du googelst, du recherchierst, woran kann es liegen? Dann habe ich noch einen Sticker entfernt. Dann habe ich mein letztes Bild habe ich ein bisschen rausgezögert, sage ich mal, weil das unter 3 Sekunden war. Das soll es manchmal auch Fehler bei CapCut geben. Dann habe ich das halt noch entsprechend rausgelöscht gehabt und habe es nochmal probiert, aber nicht in 4K, weil mir das zu lang gebraucht hat, sondern direkt in 2K habe ich es mal laufen lassen. Also 1440p sind es, glaube ich. Und dann hat es tatsächlich funktioniert. Also dann habe ich gesagt, gut, ein Tod muss sterben, mehr oder weniger. Dann habe ich es euch so belassen und war letztlich eigentlich auch zufrieden. Und auch. Aber das meine ich ja, man lernt halt nie aus. Ne? Man bessert sich, man lernt einfach dazu und versucht einfach das Beste aus dem, was man hat, sei es softwaretechnisch etc., hardwaretechnisch, von seinem gesamten Equipment einfach rauszuholen. Ja? Und ja, man lernt einfach gern dazu und man merkt einfach, das Hobby macht Spaß, hey, es kommt überall gut an, man kann euch überall mitnehmen, man kann ein bisschen, gut klar, im Endeffekt rede ich gerade mit mir selbst, aber ich weiß ja, ihr hört das nachher im Video und ich habe ja selbst auch Videos angeschaut, wo nichts gesprochen wird, das finde ich dann manchmal schon ein bisschen langweilig. Man sitzt einfach da, schaut so ein bisschen mit in der Gegend und hört halt zu, was so der Fahrer oder der Creator jetzt zum Sprechen hat. Auch wenn es manchmal ein bisschen viel ist, aber jo, kann ich auch. Muss aber nicht immer. Ja, ich muss auch mal nachher abchecken. Kasi, mein Lieber, liebe Grüße gehen raus übrigens. Ja, ich hoffe, du hast die 1000 Abonnenten jetzt schon voll gesammelt. Ich drücke dir wirklich fest die Daumen. Wir haben alle Zeit bis zum 28. Mai, so viel ich noch weiß und in Erinnerung habe. Ich werde mir das nachher heute Abend mal noch anschauen und ihm gegebenenfalls gleich 3 Bilder zukommen lassen. Genau. Schauen wir mal. Ja, ich fahre noch einen kleinen Spot jetzt dann. Werd dort noch eine kleine Pause machen. Die Aussicht ein bisschen genießen. Und dann werde ich es auch wieder nach Hause packen. Ja, heute mal ein kleineres Tourvideo. So, trotzdem mitgenommen, würde ich sagen. Ein wenig kleine Ausfahrt gemacht, Wetter genossen, bisschen Smalltalk gehalten. Passt doch, würde ich sagen, oder? Das passt doch.
Ja, ich werde, mein nächstes Video wird sich um Sachen Gepäck handeln. So viel kann ich euch schon einmal spoilern. Also ich hatte eine Bestellung, erhalten, wo ich allerdings zu viel hätte abändern müssen, umbauen müssen. Das wollte ich dann letztlich doch nicht. Dann habe ich mich nach Alternativen ein bisschen umgeschaut. Ich werde jetzt nicht zu viel sagen. Nein, das tue ich nicht, weil das werde ich in dem Video sagen, wenn es dann soweit ist. Habe eine Alternative für mich gefunden und hoffe, ich werde es euch fotografieren auf jeden Fall, auch wenn ich diesen Artikel nicht behalte. Ich hoffe, dass er nicht zu groß ausfällt. Aber ich lasse mich überraschen. Ich lasse mich überraschen einfach. Ich habe aber auch die Möglichkeit, muss ich sagen, das in einer Nummer kleiner zu bestellen. Weil dann werde ich das so machen. So, meine Lieben, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Arbeitstag, schöne Arbeitswoche, schönes Wochenende, gute Nacht, einen schönen guten Morgen, wann immer auch ihr das Video schaut. Macht's gut, meine Freunde, bis zum nächsten Mal.